Hallo und willkommen zur Hessenschau am Sonntagabend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute eine Zeitmaschine in der Sendung zum 800. Geburtstag der Stadt Marburg. Wir klären, was es mit dem rosaroten Schokoladenhasen auf sich hat und wir starten ganz sportlich in die Sendung. Lockdowns und Kontaktbeschränkungen haben unseren Sportvereinen ja ziemlich zugesetzt. Viele Sportarten konnte man gar nicht ausüben, aber jetzt geht's wieder richtig los. Bei schönstem Sonnenschein und eisiger Kälte haben sich heute in der Gießener Innenstadt verschiedene Sportvereine vorgestellt, um was gegen den Mitgliederrückgang während der Corona-Zeit zu tun. Einfach mal wieder tanzen und das auch noch mit Fremden in der Stadt. Die letzten Jahre durch Corona undenkbar, aber jetzt wieder möglich, wie hier beim Rock'n'Roll Club Gießen. Jetzt endlich sehen wir wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, gerade heute an diesem wunderbaren Tag. Und das macht uns einfach Mut. Ich muss es immer wiederholen, das macht uns Mut, das gibt uns auch eine gewisse Stärke zurück. Und wir wollen uns einfach diesen Segelwind, den wir noch vor 2 Jahren hatten, wieder zurück ertanzen, mit dem wir nach vorne gehen können, um den Leuten zu zeigen, Boogie-Woogie und Rock'n'Roll-Tanzen macht riesen viel Spaß. Spaß gab es heute an vielen Stationen in Gießen. Sport in der City heißt die Veranstaltung, die heute zum 11. Mal stattfand. Hier kann man Sportarten ausprobieren, die man vielleicht sonst weniger mitbekommt. Also ich finde Golf, da hat man so ein Ziel, weißt du? Man hat so ein Ziel, einen Ball so genau zu treffen. Man muss sich da sehr konzentrieren. Man hat einfach Spaß, den Ball zu sehen, wie er so durch den ganzen Platz fliegt. Auch dieser Ball fliegt sonst über den Platz. Mit American Football präsentiert sich auch einer der größten Vereine, der MTV Gießen. Die letzten 2 Jahre waren schwierig. Wir haben Mitgliederverlust, das ist klar. Wir haben ungefähr 9% der Mitglieder verloren. Wir haben eigentlich jedes Jahr so 250 Austritte, aber normalerweise kommen auch genauso viele oder so noch mehr wieder rein. Und die fehlen uns natürlich dann. In Gießen wird deshalb der verkaufsoffene Sonntag genutzt. Über 30 Vereine präsentieren sich in der Innenstadt. Hier ist die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren, Schläger in die Hand zu nehmen, andere Bälle, die nicht immer rund sein müssen, wie jetzt beim Rugby oder beim American Football. Da haben wir sehr, sehr große Rückmeldungen, auch von den Vereinen, dass dann auch wirklich der ein oder andere danach auch in die Vereine kommt und halt eben mal nachfragt, hier, wie funktioniert diese Sportart und wie kann ich halt auch mal so ein Trikot tragen. Trikot kann man auch beim Tanzen tragen und reichlich Zuschauer haben die Hip-Hopper auch und noch Platz in ihren Reihen. Wir sind immer noch da, die Pandemie hat uns zwar ein bisschen gezwickt, aber wir sind immer noch aktiv und gerade mit meiner Formation. Wir haben eine Show vorbereitet schon seit 2 Jahren und wir wollten jetzt endlich mal wieder präsentieren und zeigen, hey, vielleicht ist das auch was für euch. Mit so einem Enthusiasmus werden die hessischen Sportvereine den Mitgliederzahlen mit Sicherheit einen Kick nach vorne geben. Und wir sprechen mit Rolf Müller, dem Präsidenten des Landessportbunds. Er ist selbst ehemaliger Leistungsschwimmer. Herr Müller, woran liegt es denn, dass gerade die großen Vereine besonders in der Corona-Krise Mitglieder verloren haben? Ja, das hängt an der Struktur. In kleinen, eher ländlich geprägten, heimatlich orientierten Vereinen schnell aus dem Verein aus. Man bleibt ihm treu, man unterstützt ihn gerade auch in schwierigen Zeiten. Während sich doch bei sehr großen Vereinen ein wenig die, ja, man kann sagen, Dienstleistungsmentalität breit gemacht hat. Dort empfinden sich viele Mitglieder als Kunden. Und wie das in solchen Zeiten ist, wenn es keine Angebote mehr geben kann, dann kündigt man seine Mitgliedschaft. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe für die doch sehr unterschiedliche Mitgliederfluktuation in dieser Zeit. Jetzt haben es viele Vereine aber offenbar geschafft, dass es wieder aufwärts geht. Wie ist das denn gelungen? Ja, ich bin richtig stolz darauf. Der Sportler an sich ist ja sehr robust, sehr kreativ und innovativ. Und viele Vereine haben unglaublichen Einfallsreichtum bewiesen in dieser Zeit durch digitale Angebote, durch Angebote im Freizeit- und Außenbereich und auch durch Hygienemaßnahmen und vieles andere mehr ist, glaube ich, durch diese Innovation jeweils die Bindung der Mitglieder an ihre Vereine noch stärker geworden. Also in dieser Krisenzeit hat sich wirklich der Einfallsreichtum vieler Vereine sehr, sehr positiv gezeigt. Und das hat dazu geführt, dass wir im Unterschied zum Jahre 2020, im Jahre 2021 wieder ein leichtes Mitgliederplus haben. Gibt es denn Bereiche, in denen es besonders boomt? Ja, es boomt beim Tennis
oder Cricket und beim Pferdesport. Das hängt natürlich mit den Möglichkeiten der Sportausübung zusammen. Auch der Fußball hat zugelegt und andere Bereiche, gerade wo es um Körperkontakte steht, Kampfsportarten, dort sind die Mitgliederverluste sehr, sehr groß gewesen. Also Tennis, weil man das auf Distanz spielt und es auch draußen spielen kann. Im Tennissport die jeweils zugute, dass man dort mit Abstand und zu zweit oder zu viert spielen kann. Und das hat sich halt in dieser Situation sehr positiv bemerkbar gemacht. Wir haben ein unterschiedliches Bild. Etwa die Hälfte der Sportfachverbände haben leicht zugelegt und die andere Hälfte hat aufgrund der Pandemiebedingungen Mitgliederverluste gehabt. Wobei man eins sagen muss, Herr Hieke, es sind nicht so sehr die Austritte aus dem Verein, die diese Entwicklung gezeigt haben, sondern es sind keine Neueintritte zustande gekommen. Und von daher hat sich das Ganze verschoben zu einem Mitgliederverlust. Denn normalerweise hat man eine Fluktuation, man hat Austritte, aber man hat auch Eintritte und die sind in der Pandemie weitestgehend ausgeblieben. Es gibt jetzt auch knapp 50 oder etwas über 50 Vereine weniger mittlerweile. Liegt das tatsächlich an der Corona-Pandemie oder hat das auch noch andere Gründe? Nein. Das liegt zum geringsten an der Pandemie, sondern wir haben im Moment eine Situation verstärkter Fusionen von Vereinen, wo es häufig auch aus traditionellen guten Gründen Vereine gab, die parallel in einem Ort beispielsweise existiert haben. Und wir haben im Moment, ich will nicht sagen eine Welle, das wäre zu viel gesagt, aber wir haben im Moment eine Entwicklung, dass es durchaus Vereinsfusionen gibt. Und von daher ist diese Entwicklung weitestgehend unabhängig von der Pandemie. Rolf Müller, der Präsident des Landessportbunds, vielen Dank. Ich danke auch. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und kommen jetzt zu unserem Nachrichtenblock. Wir starten mit der Bürgermeisterwahl in Groß-Umstadt. Der neue Bürgermeister von Groß-Umstadt ist der unabhängige René Kirch. Er konnte sich mit 65,1% der Stimmen durchsetzen. Weitere Wahlergebnisse finden Sie auf hessenschau.de. Das Frankfurter Universitätsklinikum erwartet täglich die ersten Kriegsverletzten aus der Ukraine. Man rechne mit Traumata aller Art, körperliche und psychische, sagte der ärztliche Direktor. Die Vorbereitungen für die Aufnahme in Hessen hätten reibungslos und rasch funktioniert. Dabei habe man auf die in der Pandemie etablierten Strukturen zurückgreifen können. Lange haben sich die Hobby-Eisenbahner aus Bad Nauheim auf diesen Tag gefreut. Heute ging die erste Museumsbahn auf die Reise von der Kurstadt in Richtung Münzenberg in der Wetterau. Mit eher gemütlichen 30 Stundenkilometern setzte sich die Diesellok mit ihrem Zug zum Saisonauftakt in Bewegung. Bis Ende Oktober ist der Museumszug an fast jedem Sonntag auf der ehemaligen Strecke der Butzbach-Licher Eisenbahn unterwegs. Im Foyer des Wortreich, der Wissenswelt für Kommunikation in Bad Hersfeld, können Gäste die Entwicklung vom Ei zum Küken beobachten. An einer Station mit Eiern und einem Schaubrüter erleben sie, wenn sich die Kleinen, eins nach dem anderen, ihren Weg aus dem Ei bahnen, bis zum 10. April zu bestaunen. Weitergedreht haben wir heute die Geschichte des Hotels Hessenland. Ein 50er-Jahre-Gebäude, entworfen von Architekt Paul Bode, der Bruder des Dokumentargründers Arnold Bode. Früher mal eine erste Adresse. Bis 1979 gab es eine exklusive Dachterrasse. Hotelgruppen kamen und gingen. Anfang vergangenen Jahres wurde das Hotel dann geschlossen. Aber zur Documenta, da soll es zu neuem Leben erweckt werden. Auf den ersten Blick ist der Lack zwar ab, aber im Hessenland ist wieder Leben, zunächst nur für 7 Monate. Nico Di Carlo betreibt hier provisorisch Gastronomie. Die Documenta-Leitung hat ihn damit beauftragt. Neuland für ihn. Der erste Eindruck war Wahnsinn. Ich war sofort verliebt und habe die ganze Einrichtung und die ganze Architektur. Das finde ich total klasse.
Mitte März war es soweit. Nach einem Jahr im Lockdown und nach Besitzerwechsel hat die Documenta das Haus gemietet und quartiert hier Künstlerinnen und Künstler ein. Im Restaurant im ersten Obergeschoss gibt es Frühstück für Hotelgäste und Besucher. Zu Gast sind gerade auch Tim Corrigan und Martin Swan vom Kollektiv Project Artworks aus England. Es fühlt sich definitiv so an, als hätte dieser Ort eine Geschichte. Es fühlt sich an wie die 50er und seitdem hat sich nicht viel bewegt. Das mag ich. Es ist ein bisschen wie im Film The Shining. Wir sind an funktionale Hotels gewöhnt, Hotels, in denen wir übernachten, die sind modern mit knalligen Farben. Es ist ziemlich deprimierend, in so einem Hotel zu übernachten, weil es so unverbindlich ist. Kassel nach dem Zweiten Weltkrieg, die autogerechte Stadt entsteht, Raum für Menschen gibt es auch. In der Fußgängerzone. Deutschlands erste ist die Kasseler Treppenstraße. Und mitten in Kassel, ganz im Stil der Zeit, das Hessenland. Erstes Haus am Platz, bundesweit bewundert. Theodor Heuss, Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, die politische Prominenz der Nachkriegszeit verkehrt hier. Ganz hinten im Hotel liegt hinter abgedunkelten Fenstern ein Schatz, den kaum einer kennt. Auch der ehemalige Landesdenkmalpfleger Gerd Weiß nicht. Diesen Raum. Das ist ja großartig, wenn man sich vorstellt, hier kommen diese Treppe, junge Frauen mit wippenden Petticoats runter. Da ist man wirklich wieder in den 50er Jahren. Das stimmt. Toll. Dieses Haus ist halb verfallen und es knarrt und stöhnt und weint. Denn seit mehr als 50 Jahren, da bewohnt es keiner mehr. Alle Sterne höre ich singen und die Schatten am Kamin. Leiden zu den Träumen meiner Jugend hin. Auch heute bleibt die Tür zum Ballsaal geschlossen. Dahinter arbeitet bereits ein Documenta-Künstler. Ausnahmen werden nicht gemacht. Nee. Nein, das können wir leider nicht, können wir noch nicht machen. Aber bestimmt bald. Spätestens, wenn die Documenta losgeht. In 3 Monaten startet die Documenta 15. Nico Di Carlo startet schon vorher. Mit Lesungen, Live-Musik und DJs und freut sich darauf, dass das Hessenland wieder zu einem Ort wird, an dem die Welt in Kassel zu Gast ist. Wir haben ja viel internationales Publikum und Kassel öffnet sich ja. Und das ist ja für uns alle immer total spannend, wenn man mal ein paar neue Gesichter hat. Und vor allem halt auch die Kunst. Ne? Und wenn man das so ein bisschen vermischt, dann hat man, glaube ich, ein ganz schönes neues Kasseler Bild. Für kurze Zeit. Für Nico Di Carlo und die Documenta-Künstlerinnen und Künstler ist das Hessenland noch bis Ende September erstes Haus am Platz. Was danach mit dem denkmalgeschützten Hotel passiert, ist noch völlig offen. Auch am Marburger Rathaus tut sich einiges. Die Stadt feiert ja in diesem Jahr ihren 800. Geburtstag. Wir haben die Woche darüber berichtet. Zu den zahlreichen Aktionen gehört an diesem Wochenende ein ganz besonderes Spektakel. Das Rathaus wird mit Videoprojektionen zur Zeitmaschine. Geschichte, liebevoll überraschend ausgepackt. 800 Jahre Marburg, die Stadt hat viel zu erzählen, also 8 Episoden, the best of. Auf das historische Rathaus projiziert mit 6 Hochleistungsbeamern, aber von vorn. Die Geburtsstunde des Landes Hessen. So nahm Sophie von Brabant, Tochter der heiligen Elisabeth und Domina Hassier, Herrin von Hessen, im Lauf der Jahre das Land im Namen ihres Sohnes ein. Illuminierte Geschichte vom Feinsten. Und der Macher, einer der Weltbesten in der Szene und aus Marburg, stapelt tief. Ich habe immer Spaß gehabt, mein ganzes Leben lang mit Technik Dinge zu machen, die Menschen begeistert und die ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja. Und das ist nicht unbedingt Kunst, ja, sondern das ist einfach mit visuellen Dingen arbeiten. Das kann Licht sein, das kann Video sein. Es ist ein Spiel mit Formen und Effekten nur aus Licht. Und dass der Schnee fällt, macht den Zauber umso schöner. Marburg als Bilderbuch, die Universitätsstadt mit ihren berühmten Namen. Er hier zum Beispiel, Denis Papin, Erfinder von Dampfkochtopf und U-Boot im 17. Jahrhundert, seiner Zeit ordentlich voraus. Das Volk zugeschneit und fasziniert.
Super, sensationell, absolut großartig. Ich fand das schon schön, mal was über Marburg zu hören. Richtig spannend, interessant und toll gemacht. Ich verrate euch mal, was keiner bis vor kurzem wusste. Das Märchen Aschenputtel selbst stammt aus dem Munde von Elisabeth Schellenberg, der Märchenfrau von Marburg. Märchenhaft ist Marburg sowieso. Die Brüder Grimm hatten da ja Input ohne Ende. Nur so ein digitaler Zauber aus Licht und Film und Bildern fällt jetzt nicht wie der Schnee vom Himmel. Die ersten Planungen sind 2019 noch vor der Pandemie gelaufen. Und dann entstand halt ein Prozess im ständigen Kontakt, wo wir miteinander mit der Firma Looplight, mit Matt Finke und mit den verschiedenen Partnern zusammengearbeitet haben. Und dann ist die Story zusammengekommen. Und die Zeitmaschine rattert durch die 800 Marburger Jahre. Das rathäusliche Treppenhaus wird zum Esculap-Stab, dem Wahrzeichen der Medizin und für den ersten Nobelpreisträger für selbige, Emil von Behring. Marburg hat so einiges erlebt in den letzten 800 Jahren. Kannst du staunen und fasziniert sein, 800 Sekunden lang aber sowas von lebendige Geschichte erleben. Noch heute Abend ab 21 Uhr bis Mitternacht in der Marburger Oberstadt. Und wir bleiben in Marburg. Bugs Bunny trifft sozusagen den rosaroten Panther. Eine rote Schokolade machte diese besondere Osterleckerei möglich. Hergestellt in der Konditorei von Annette Klingelhöfer. Sie ist regelmäßig in unserer Nachmittagssendung Hallo Hessen zu Gast. Und jetzt war Kollege Jens Kölker bei ihr. Annette Klingelhöfer schminkt nicht sich, sondern Formen, mit denen Schokoladenhasen gegossen werden. So nennt man das minimale Auftragen von weißer und dunkler Schokolade in verschiedene Wölbungen der Form. Wir bringen da ein bisschen Zartbitterschokolade rein, damit es etwas nach Hasenfell aussieht. Und dann wird es ja im nächsten Schritt erst mit richtig viel Schokolade ausgegossen. In der Pralinenmanufaktur der Konditorei Klingelhöfer in Marburg. Zu viert hat man hier gerade mit den Vorbereitungen für das Ostergeschäft begonnen. Pralinen in Eierform oder mit Eierlikör gefüllt werden aufs Band gelegt, per Hand dekoriert, gekühlt und verpackt. 15.000 Stück bis Ostern. Alle Eier aus Milch oder weißer Schokolade. Die Hasen sind fertig geschminkt. Jetzt wird die Form mit flüssiger Schokolade ausgegossen. Mit roter Schokolade, sogenannte Ruby-Schokolade. Ein Naturprodukt aus Westafrika, ohne Farbstoffe, aus roten Kakaobohnen gewonnen. Die werden erst seit gut 3 Jahren verarbeitet. Wie schmeckt rote Schokolade? Vor allem anders als eine Milchschokolade. Denn sie schmeckt eher relativ fruchtig, was ja sonst eher eine Zartbitterschokolade mit sich bringt. Aber ist im Gegenzug dazu eher süßlich. Zweimal wird die Form ausgegossen, damit die Wand des Schokohasens dick und knackig wird. Dann wandern die ersten von rund 200 Exemplaren erstmal für ein paar Stunden ins Kühlhaus. Zeit, um zurückzublicken. Schokohasen sind als Teil des Osterfestes nicht wegzudenken. Schauen Sie mal, dieser Film von 1960. Damals haben wir schon über die Schokohasenproduktion berichtet. Rote Schokolade kannte man da noch nicht und noch was fällt auf. Während wir uns heute einen Betrieb gesucht haben, der in Handarbeit produziert, waren die Kollegen damals von der Schokohasen-Fließbandproduktion fasziniert. In Klarsichtfolien und 20 Mal schneller nehmen Häschen Gestalt an. Ohne dass Menschenhand die Schokolade je berührt hätte. Während wir 62 Jahre später auf die roten Osterhasen warten, handarbeitet Annette Klingelhöfer an Marzipanhäschen weiter. Egal ob Lenkrad, Reifen oder Hasenohren, alle Teile hat sie geformt, gefärbt und setzt sie jetzt zusammen. Täglich, stundenlang. Und nach Feierabend noch Lust auf Süßes? Also ich esse abends auch gerne mal ein Käsebrot, aber tatsächlich esse ich zum Nachtisch immer noch eine Praline. Jeden Abend. Nach ein paar Stunden im Kühlhaus können die Formen entfernt werden. Auch für die Schokohasenmutter immer ein spannender Moment. Auf jeden Fall, weil es ist jedes Mal ein ganz bisschen bibbern, ob auch alles gut geklappt hat, ob alle Schokoladen gut temperiert waren und ob der Hase am Ende auch schön glänzt. Tut er. Perfekter Glanz, perfekte Form. Ab 10,50 Euro. Die Konditorei Klingelhöfer aus Marburg mit den Ruby-Osterhasen. Der heißeste Hasenköttel zur Osterzeit. Und schmecken tun sie auch. Sieht interessant aus. Die Frankfurter Eintracht hat gestern mal wieder die Diva gegeben. Eine Nullnummer ausgerechnet gegen den Tabellenletzten. Aber nach über 2 Jahren gab es endlich mal wieder volles Haus. Heiko Neumann.
Ja, das war eine absolute Gänsehautatmosphäre da im Stadion. Leider gab es ja nur 0:0 gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Sagen wir einfach mal, Generalprobe versemmelt. Jetzt freuen sich alle auf Donnerstag und Barcelona. Natürlich werden wir auf Sieg spielen, das ist ganz klar. Auch gegen den großen FC Barcelona. Jetzt gilt es, uns vorzubereiten und den Fokus auf das, wie es unser Aufsichtsrat Vorsitzender gesagt habe, auf das Jahrhundertspiel der Eintracht vorzubereiten. Ich denke, wir werden dort nicht 70% Ballbesitz haben. Barcelona vor Augen, aber in Gedanken noch beim Spiel gestern. Diese schlimme Knöchelverletzung von Fürths Marco Meyer-Höfer hat alles überschattet. Der gebürtige Bad Homburger wurde mittlerweile erfolgreich operiert. Wir wünschen natürlich gute Besserung. Ja, vom berühmten Wort mit A, keine Sorge, kein Schimpfwort, A wie Aufstieg. Davon will in Darmstadt noch niemand sprechen. So langsam aber spielen die Lilien sich in der zweiten Liga nach oben und spielen halt auch wie ein Aufsteiger. Gestern gab es ein 3:1 gegen Kiel. Aaron Seidel war einer der Besten in einem Spiel, das wirklich furios war. Dieses Spiel hatte einfach alles. Schöne Tore, frenetische Fans und einen verdienten Sieger. Darmstadt nach dem 3:1 gegen Kiel weiter voll im Aufstiegsrennen. Ich habe vorher im Kreis gesagt, ich will heute mal wieder ein Feuerwerk sehen. Und das war, glaube ich, Feuerwerk. Also ähnlich wie Spiele, die wir schon in der Hinrunde vor allen Dingen auch zu Hause gespielt haben, wo die Leute gedacht haben, was reißen die hier ab. Wir waren wirklich richtig heiß und richtig, richtig Bock auf das Spiel. Vor dem Spiel ist aber erstmal Schneeschippen angesagt. Die Fans packen kräftig mit an und danach zaubern die Spieler. Erst Matthias Bader, dann Aaron Seidel und schließlich Braden Manu zum 3:1. Drei Tore für die nächsten drei Punkte. Die Lilien Tabellenzweiter und in dieser Saison nur schwer zu stoppen. Der Gegner muss fast in Perfektion spielen, um uns zu schlagen. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man das aufbringen kann. Ein Gefühl, das gerne noch etwas andauern darf. Zum Beispiel nächste Woche beim Topspiel der Darmstädter in Nürnberg. Knüppeldick erwischt es gerade die Handballer der MT Melsungen. Wegen Verletzungen und Corona-Fällen mussten die Nordhessen heute fast schon mit einer B11 antreten, auswärts in Lübecke. Melsungen in Weiß ist froh über jeden, der noch ein Trikot überstreifen kann. Die extrem ersatzgeschwächten Nordhessen beim Tabellenvorletzten Lübbecke. Und es ist zu Beginn eine ganz enge Kiste. Yves Kunkel hier mit der 9:7-Führung sorgt wenigstens kurzfristig für einen 2-Tore-Vorsprung. Ein wunderschöner Treffer, aber richtig absetzen können sie sich nicht. Kurz vor Ende der ersten Hälfte ein vergebener 7 Meter, der richtig wehtut. Und damit nicht genug. 6 Sekunden im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Da geht Lübbecke mit der letzten Aktion vor der Pause mit 14:13 in Führung. Nach dem Wechsel Melsungen deutlich besser im Spiel. Kai Häfner aus der Hüfte abgezogen zum 19:15 für die Nordhessen. Klasse gemacht. Verletzungspech ohne Ende und dann dezimieren sie sich auch noch selbst. Foul, rote Karte, Platzverweis für Nationalspieler Julius Kühn. Hat aber zum Glück keine Auswirkung auf die Moral. Melsungen wird minütlich stärker, er spielt sich am Ende einen deutlichen 31:23 Sieg und ist weiter auf Europapokalkurs. Und mehr Sport, den gibt es nachher noch in der Sportschau und im Heimspiel. Und jetzt ist Andreas wieder dran. Und wir kommen zu unserem satirischen Wochenrückblick Schön blöd. Wo man hinhört, beschweren sich die Leute natürlich völlig zu Recht über die hohe Inflation, also die steigenden Preise. Aber wer sich mal so richtig mit der Materie beschäftigt, der wird feststellen, dass die Inflation Leben rettet. Schön blöd klärt auf. Was realistisch ist wie Schnee im April. Herzlich willkommen. Schön blöd geht heute mal ganz anders los. Punkt. Und zwar so. Sometimes it snows in April. Yeah. Trotzdem muss es jetzt heißen, der kleine Winter möchte aus dem Frühling abgeholt werden. Danke. Ja, denn wir sollen uns ja nicht dicker anziehen, sondern dürfen die Maske abnehmen. Oh gut, jeder vielleicht nicht, doch wir anderen, wir dürfen, weil die Politik, ja, weil unsere Landespolitik, nee, Moment, warum dürfen wir nochmal die Maske absetzen?
weil wir auch so hohe Zahlen wie noch nie haben. Ah ja, richtig, stimmt. Wenn der Bund sich einmal auf die Maskenfreiheit festgelegt hat, Inzidenz hin oder her, dann heißt das Punkt. Und so wird's gemacht. Tja, und zurück bleiben unsere beleidigten Leberwürste von der Landesregierung. So gerne hätten sie Corona-Feuerwehr gespielt. Jawohl, Feuerwehrmann will ich werden. Das wollte der Bund aber nicht. Wenn man uns auf der einen Seite den Feuerlöscher zuwirft, den man selber nicht mehr halten will, den aber vorher kaputt gemacht hat. Ja, das ist tragisch. 2 Jahre hatten die Länder alle Möglichkeiten, den Laden in den Griff zu bekommen. Doch wir wollen gerne weiter effektiv den Bevölkerungsschutz vor Corona vorantreiben, aber das funktioniert nicht. Stimmt. Und jetzt kommt der Bund und sagt, uns wird's zu bunt, wir übernehmen. Und Hessen steht bedröppelt da. Heul. Dass die Landesregierung glaubt, die Corona-Pandemie besser managen zu können als der Bund. Nach den 2 Jahren, das finden wir... Regie, wir brauchen einen neuen Stempel. Lustig! Und auch wenn sie die Kröte schlucken muss. Da die Maskenpflicht jetzt beendet wurde, möchte man der Landesregierung zurufen, Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Ja, Flachwitze sind unsere Kernkompetenz. Kann ja aber auch nicht jeder so rhythmisch auf den Tisch schlagen wie der Ministerpräsident. So reicht, kommen wir zu anderen Dingen, die gerade rocken. Unsere Inflation, 8% aktuell. Wir geben also von 100 Euro 8 Euro mehr aus, um den gleichen Quatsch wie vor einem Jahr zu kaufen. Klar, dass Luxus da zu kurz kommt. Ja, okay, vielleicht mal ein Hemd weniger kaufen. Ja, die Energie wird teurer, der Nachschub fehlt. Damit die Produkte teurer und wir müssen immer mehr dafür bezahlen. Ja, man könnte verzweifeln. Doch zu Unrecht, denn die hohe Inflation spielt unserer Landesregierung natürlich in die Pandemiekarten. Zwar dürfen die keine Maskenpflicht fürs Einkaufen mehr verhängen, aber wenn wir sowieso kein Geld mehr haben zum Shoppen, dann gehen wir auch nicht mehr einkaufen. Heißt, die hohe Inflation rettet unsere Gesundheit. Dass man manchmal auch einfach die Überlegenheit von Politik anerkennen muss, das finden wir schön und haben natürlich passend den Spartipp der Woche. Also nicht immer das Teuerste holen, wenn es ein preiswerteres gibt, was Qualität genauso ist. So, das war schön blöd für heute. Punkt. Also Schluss mit lustig. Jetzt gleich das Wetter mit Daniel Starnitsch. Und nach der Tagesschau heißt es bei uns Flamenco, Leidenschaft und Lebenslust. Wir nehmen Sie mit nach Andalusien, wo Spaniens Seele wohnt. Ab morgen ist Hülya Deneli hier für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, machen Sie es gut.